Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir machen heute noch einen kleinen Zwischenpart vor dem ganz grossen Finale. Und zwar habe ich gelernt, hier irgendwo, ich glaube so ein bisschen an diesem Fluss hier entlang, gibt es offenbar noch Höhle, die ich verpasst habe. Die gehen wir noch suchen. Irgendwie die Halbinsel von diesen Tränen habe ich nicht ganz so super toll gemacht. Irgendwie hat dort immer wieder Zeug aufgepoppt, das ich vergessen habe. Also ich glaube es muss geht irgendwie. Oh, da kann man doch gar nicht durch. Ja, das ist aber nicht hier. Mal, man kommt drauf. Ah, aber das sieht nicht. Ist da wirklich etwas? Sieht aber ein bisschen hoch aus. Ah. Ja, ich habe das Gefühl, es ist eben der Dunkel. Ah. Ist gegangen. Ah, zeigst du uns? Die Hölle, ja, komm. Oh nein, was ist das? Ja, komm. Oh, dann ist das scheiß Alarm. Da ist sie offenbar schon. Der Erzschlundhölle. Aber das Gute ist, Peter sollte sollte nicht mehr so stark sein. So kommt man aber wieder rauf, oder was? Was ist? Da drin, okay. Also immer das macht. Aha. Ich
Ja, der war natürlich ganz anderes Kaliber gesehen am Anfang vom Spiel. So. Jetzt können wir bis zu weit holen, wenn ich noch weiß, was ich verpasst habe. Für das gehen wir in die Stadt Celia. Wo? Dort habe ich offenbar nicht alle Schätze mitgenommen, die man mitnehmen kann. Ich auf die Stadt Celia habe mich dann mega gefreut, weil die wird das eben schon recht früh angeteasert und die haben dann mega gemeint, dass sie so eine bewohnte Stadt voller Einwohner und so. Aber ja, nicht ganz. Also ja, es hat schon so geisterhafte Einwohner, aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, hier sollte es sein. Yes. Ja gut, das machen wir noch. Wir. Oh nein. Aber eigentlich mit 200.000 Seelen wollte ich nicht zum letzten Boss gehen. Ja, was ich noch machen könnte, und ich weiß, was ich vergessen habe, ist hier im Heldengrab die Wagen hier zu zerstören. Aber das ist eigentlich auch etwas, was ich nicht mit 200.000 Seelen wegmache. Lieber nicht, nein. Ja. Immer auch ein bisschen Seelen farmen. Ich weiß gar nicht, was man braucht. Ja, geht nicht mehr so lang, glaube ich.
Und wenn ich die Seelen oder die Runen alle zusammen habe, gehen wir ins Heldengrab geschwingt. Was ja zum Glück auch nicht mehr so tödlich eigentlich sein sollte. Das ist aber weg. So, das hat glaube ich schon ein bisschen länger. Yes. Aha, irgendwie habe ich gemeint 90.000 braucht es nicht. 70.000, aber das ist okay. So. Dann mache ich die beide auf 25k. Dann haben wir auch nicht keine Seelen verschwendet vor Malenia. Das wäre ja noch schade, wenn wir die noch würden verlieren. Ja, gehen wir da. Sind wir wieder ein bisschen zu Limgrave. Das ist doch schön, da haben wir am Schluss immer noch ein bisschen andere Gebiete gesehen. Und nochmal in das Heldengrab zu gehen, ist ja gleich auch noch irgendwie lustig. Ich glaube jetzt so ab, oder? Oder ist sie schon hier? Wird das habe ich tatsächlich schon vor dem Schloss Sturmschleier gemacht, aber das hat irgendwie nicht mehr interessiert. So, jetzt warten wir hier auf den blöd. Streitwagen. Ah, da kommt gar nicht so weit, okay. Ja, sind wir jetzt echt zu weit hinten gewesen. Wir kommen da rein. Gut. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie man es so zerstört. Ich glaube, irgendwie muss man da so Zeug abschießen, wenn er auf sie runterfällt oder so. So, jetzt schnell, gehen wir da rein. Jetzt setzt er blöde Schütze an, hä? Jetzt können wir da, glaube ich, so runter. Und lossäckeln. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob man da geradeaus muss oder da mal muss man. Oh, oh nein! Ah, die machen ja gar nicht so viel Schaden. Hä? Ups. Aber man muss auch gleich aufpassen. Das ja. Ich wäre gescheiter dumme noch ans Ding gegangen. Hat Gnade. So.
Fährt es sich schon um. Das war jetzt auch nicht schlau gewesen. Ah, das ist ja nett. Ja, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, wie das Grab geht. Ui. Kommt da etwas? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt da so oben runter irgendwie und... auf so Balken oder so und jetzt ist so... ja, komm, es geht auch so. Aber das ist glaube ich der falsche Weg, habe ich das Gefühl. Ich glaube da oben hat es nur einen Schatz gehabt. So. Ja, irgendwie finde ich die Streitwege ein bisschen lame. Ja. Ja, wenn es eins vielleicht vorgekommen wäre, aber irgendwie kommen die fast ein bisschen zu viel vor, denkt es mir. Aha. Hier nicht der Pass oder was? Ja, sieht so aus, da wollen wir nicht. Geht denn das hier noch irgendwie weiter? Auch nicht. Okay. Gut. Gehen wir wieder rauf.
Ich habe das Gefühl, man muss so auf die Seite kommen bauen bei einem. Ah, das war schon wieder dumm gewesen, glaube ich. Hier ist ja auch nichts, wo man eigentlich herkommt oder so, oder? Gehen wir mal da rüber. Hast du hier noch etwas gesehen? Nee, nicht, oder? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das der Doppel... Ah! Komm. Dass das der Doppel ist. Hier kann man so und... Ja, nervig nicht. Kann man da irgendwie ein bisschen abbauen? Sieht so nicht so aus. Nein, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, ich glaube, ich warte bis der Doppel auf der Fahrt. Hier ist auch nichts bei beiden. Aber hier ist dann auch nicht mehr, okay. Aha, da kann man offenbar. Gut. Für das ist der Raum offenbar. Ist ja dunkel. Ich
Vielleicht sollte das quasi, wenn man da drin ist, als Doppel. Darum hat er mega lang, bis er wieder kommt. Ja, klar. Et voilà. Lebt noch einer? Nein. Ja, für alle denkt, hey, es ist einfach. Komm, da irgendwie. Seite rein. Das ist. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat auch mit dem zu tun, aber ich bin nicht ganz sicher. Was bringt uns jetzt das her? Ah, nein, da müssen wir nicht her. Oder recht gleich. Wo ist doch nochmal die Sache gekommen, wenn er das andere Viech kommt? Ja, das. Aber hier. Ah, oh nein, jetzt kommt noch das Zweite. Hier geht's ja nicht weiter. Aber ah, kann man. Nein, aber kann man auch nicht. Du bist im Ockerbad, oder? Oh. Ach komm, wir probieren es. Immerhin ist es kein Fühlen nichts. Ja, aber das sieht glaube ich nicht schlecht aus. Ich glaube, wir sind im richtigen Ort.
Aber hast du das gar nicht hier gesehen? Wo man die Dinger abschießen kann. Doch, da. Jetzt muss ich schön schauen. Jetzt brauchen wir natürlich einen Bogen. Brauchen wir Arkan, okay, okay. Ja, komm. Ups. Ich glaube, das Timing ist aber auch nicht so... Auch nicht so gäbig. Jetzt muss man das so machen. Uhuhuhu. Okay. Ja, schön sieht man das Ding. So bekommt man das View. Oh, jetzt hätte ich mich noch anschauen. Oder der Bogen meine ich nicht, der View. Na ja, schießt du nochmal. Ja, da sieht man auch, wie stärker man geworden ist, weil am Anfang wird man da... Ist es schon ein bisschen stressig, als man vergiftet wird oder nicht? Und jetzt überhaupt kein Problem. So, dann tun wir den Bogen wieder weg, weil eigentlich wollte ich gar nicht mit Bogen spielen. So. Und ja, in dem Fall... wir zum Elderthron. Langsam aber sicher wird das Finale unausweichlich. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und tschüss.